mich aus den tiefsten Sibiriens. Nein, Spaß. Es ist Samstag, irgendwie noch vor 9 und wir haben heute den letzten Bundesligatag. Und zwar Elektrorollstuhl-Hockey mit Animal in Nordenwutland. Ich hoffe, die Gegner sind müde. Wo sind denn die Spieler? Und ich bin auch noch müde, um zu filmen. Oh, du sollst nicht so wackeln, wenn du filmen tust. Okay. Das geht nicht. Nein, hör auf, sie kriegt nicht. Ich kann so nicht filmen. Jetzt habe ich verpasst, was sie bekommen hat. Was hast du verpasst? Ja, welche Karte sie bekommen hat. Grüne. Ach so, langweilig. Ja, da kann man wieder wackeln. Immer ruhig halten, ja? Okay. Oh Mann! So, das erste Spiel haben wir gewonnen und ich bin jetzt weg vom Spielfeld gegangen, weil irgendeiner wackelt und stört. Und naja, wir haben auf jeden Fall gewonnen und zwar 5-2 für die Munich Animals. Und jetzt spielt ein 3-Eich gegen, weiß ich nicht, Black Knights. Genau, 3-1 gegen Black Knight. Ich mache jetzt kurz eine Pause und gehe wieder rein. Bis gleich. Das ist die Sporthalle. Und hier ist eine. Hier sind die Torpedo-Ladenruhe. Hallo! Der Zwischenbericht lautet, dass Munich Animal 2 Spiele gewonnen hat und das dritte Spiel ist ein, ich glaube in einer Stunde oder so. Und ja, jetzt esse ich erstmal und danach geht's weiter. Und so ein Event kann natürlich nicht ohne freiwillige Helfer, die das Essen gesponsert haben, stattfinden. Dann kommst du bald wieder nach Hause. Ja. Und dann kommst du morgen auch mit. Hallo! Und da hinten sind die Leute. Unsere hübsche Helferin und unser Grillmeister. Naja, eigentlich studiert er. Ja. 3-1 und Munich Animals steht noch 0-0 in der ersten Halbzeit. Puh, ich bin schon aus der Puste. Ich verpasse mal die Weltkämpfe. Stefan! Ich liebe dich! Ich zähle das nicht, oder? Doch. Doch, natürlich. Für Munich Animals. Wir müssen jetzt gewinnen, sonst sind wir raus. Wer rausgeht, wer reingeht und beziehungsweise ja, wer wechselt. Und es steht 2-0 für unsere Animals. Ja, und wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann haben wir voll die Chance, Meister zu werden. Uhu! Gegen Ladenburg. Und jetzt hier. Okay. Okay.
ich richtig gerechnet habe. Ja. Also der amtierende deutsche Meister, die Torpedo Ladenburg, gratulieren und übergeben den Pokal persönlich an den neuen deutschen Meister 2040. Wer ist das? Die Jürgen!